Vielleicht ist es dir auch schon passiert, so wie mir in der Vergangenheit, als ich jung war, sehr, sehr oft, dass du mehr auf die Meinung anderer hörst als auf deine eigene Meinung. Eigentlich möchtest du dein Leben selber in die Hand nehmen. Du möchtest selbstbestimmt leben, unabhängig leben und frei sein. Und trotzdem passiert es dir immer wieder, dass du im Außen Bestätigung suchst oder im Außen nach Ratschlägen guckst, weil du dir selber nicht so richtig vertraust und dich mit deiner eigenen Meinung, deinen eigenen Entscheidungen nicht so richtig gut fühlst, nicht so richtig sicher fühlst. Woher kommt das? Das kommt natürlich aus unserer Kindheit, dass wir anfangen, ein ganz starkes Bedürfnis zu spüren, dass andere uns bestätigen, dass andere das, was wir tun, rechtfertigen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, unsere innere Stimme zu hören, denn diese innere Stimme, die kann uns immer sehr gut Auskunft darüber geben, was für uns gut ist, was für uns heilsam ist, was für uns die richtigen Menschen sind, die richtigen Situationen sind, die richtigen Erfahrungen sind. Unsere innere Stimme, was ist denn das überhaupt? Das ist auf jeden Fall nichts Esoterisches oder Magisches oder auch kein sechster Sinn, etwas von außen oder von oben, was zufällig auftaucht, und das hat nichts mit übernatürlichen Kräften oder mit dem Schicksal zu tun. Unsere innere Stimme ist im Grunde ein Teil von uns, ein Teil, der in uns ganz, ganz große Weisheit innehat, eine Art Wahrnehmungskanal, ganz eng mit unserem Körper verknüpft ist, aber nicht unbedingt meiner Meinung nach etwas mit dem Bauchgefühl zu tun hat, denn die Gefühle sind etwas anderes als die starke Intuition, die wir haben. Und jeder hört oder sieht oder spürt die innere Stimme auf eine andere Art und Weise, sehr speziell. Im Human Design wird das sehr genau aufgeschlüsselt. Und ich werde dazu auch noch ein Video machen, damit du herausfinden kannst, welches Design du hast. Das hört sich jetzt sehr verrückt an, aber das kann man anhand des Geburtsdatums errechnen. Es ist ganz einfach und kostenlos. Und dann kann man herausfinden, welche Art Entscheidungen man am besten trifft. Meiner Meinung nach ist aber jeder dazu in der Lage, die innere Stimme zu hören, eine bestimmte Art von Intuition, von Körpergefühl, das uns den richtigen oder sagen wir mal den für uns richtigen Weg weist. Und ein ganz, ganz wichtiges Gefühl ist, denn andere Menschen nach der Meinung zu fragen, bringt dich irgendwann dahin, dass du das Leben eines anderen Menschen führst und du möchtest selbstverständlich dein eigenes Leben führen, deine eigenen Ratschläge, deine Werte leben und nicht das Leben eines anderen leben. Und wenn du mehr auf die Meinung anderer fixiert bist und hier stark den Fokus hinlenkst, dann wirst du irgendwann deine eigenen Träume nicht mehr verwirklichen können und dich unglücklich fühlen und nicht mehr die Kraft haben, dein Leben wirklich auf die Bahn zu bringen. Also du kannst selber nur das herausfinden, was wirklich deins ist, was wirklich dein Leben ist, wenn du auch deine innere Stimme tatsächlich hörst. Und diese innere Stimme, die ist manchmal ganz schnell und das sind nur Millisekunden. Und wenn wir dann unseren Kopf einschalten, dann ist diese innere Stimme meistens schon wieder weg und der Hinweis ist weg und wir können es auch meistens nicht rückgängig machen. Das geht meistens sehr, sehr schnell. Ja, wie bringst du denn nun deine innere Stimme dazu, etwas lauter mit dir zu sprechen oder dir etwas lautere, deutlichere Zeichen zu geben, sodass du sie erkennen kannst und immer auf sie hören kannst? Ich habe dir 5 Punkte mitgebracht, 5 Möglichkeiten mit kleinen Übungen, die dich wieder mit deiner inneren Stimme verbinden und die dir helfen, sie wieder ganz deutlich zu spüren. Und das Erste, was ich dir ans Herz legen möchte, ist, mache die anderen Menschen erst einmal leiser.
Mache die Meinung der anderen Menschen erst einmal leiser, denn wenn du dich immer nach anderen Menschen richtest, ich hatte es gerade schon gesagt, dann bist du wie ferngesteuert und du bist mit deinen Lauschern, mit deinen Antennen im Außen und es wird dir sehr schwer fallen, in dich selber hineinzuspüren. Das bedeutet, sorge erst einmal dafür, dass du weniger und weniger andere Menschen um Rat fragst und andere Menschen sich auch weniger einmischen lässt und dich ein bisschen mehr abgrenzt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Versuche also nicht, es jedem recht zu machen. Sage wirklich öfter mal nein. Grenze dich wirklich ganz stark ab. Ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Nein sagen. Vielleicht möchtest du ja einmal da hineinschauen, denn da gibt es wirklich wichtige Tipps, wie du es schaffen kannst, anderen Menschen Grenzen aufzuzeigen, ohne dass andere beleidigt sind. Denn ganz oft wollen wir lieb sein, wollen wir nett sein, wollen andere nicht vor den Kopf stoßen. Und dennoch ist es sehr wichtig, ganz, ganz gesunde Grenzen zu ziehen. Zweitens, checke dich mehrmals täglich richtig durch. Denn dein Körper sendet dir in jeder Sekunde Signale. Dein Körper und dein Unterbewusstsein sind ganz, ganz stark verbunden. Und das Unterbewusstsein heißt ja Unterbewusstsein, weil es Dinge gespeichert hat, die uns leider nicht bewusst sind, die aber zum Tragen kommen und dich ganz, ganz stark mitbestimmen. Und das bedeutet, frage dich mehrmals am Tag, wie geht es mir gerade? Was nehme ich in meinem Körper wahr? Nimm dir also mehrmals am Tag 1, 2 Minuten und spüre wirklich in jeden Körperteil hinein. Ist der Körperteil schwer oder leicht? Ist es kalt oder warm? Fühlt es sich gut an oder zwickt es irgendwo? Wir Psychologen nennen diese Körperempfindungen somatische Marker. Und diese Marker haben mit deinen Erfahrungen zu tun in der Vergangenheit und haben damit zu tun, was du wirklich von Geburt an oder auch schon früher erlebt hast. Und diese Erfahrungen, die du gemacht hast, sind im Körper gespeichert, sind im Körper so stark gespeichert, dass sie dir in jeder Sekunde Signale geben können. Also in bestimmten Situationen, die du erlebst im Alltag, kannst du in dich hineinspüren und dein Körper wird dir Signale geben. Ist es eine gute Erfahrung? Hat diese Situation, die ich gerade erlebe, mit Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun? Sollte ich mich aus der Situation herausziehen? Brauche ich eine Pause? Habe ich Hunger? Ist das jetzt ein Kompensationsverhalten? Habe ich Suchtdruck? Ja, beim Essen sagen ganz viele Klientinnen, dass der Körper reagiert und das ist nicht immer unbedingt ein Hungergefühl, sondern manchmal auch Trost oder was auch immer dir in dieser Situation gut tut und in der Kindheit vielleicht gefehlt hat. Das kompensieren wir zum Beispiel ganz oft durchs Essen. Fehlende Entspannung im Leben kompensieren wir ganz oft durch Alkohol. Also alle Körperempfindungen. Dein Körper gibt dir ganz starke Hinweise, ja. Dein Nacken ist verspannt, du brauchst eine Pause. Dein Magen, dir schlägt etwas auf den Magen der Menschen, mit dem du gerade zu tun hast, tut dir vielleicht nicht gut. Dein Herz fängt an zu rasen. Das bedeutet, du bekommst Angst. Und es geht immer darum, auf den Körper zu hören, diese somatischen Marker bei deinen Entscheidungen mit einzubeziehen. Und zu gucken, was tut mir wirklich gut und was ist wichtig für mich. Jetzt sagen viele, ich kann nicht immer auf meinen Körper hören, denn dann verliere ich meinen Job, verliere ich meinen Partner. Doch es geht wirklich darum, dass du die Verantwortung übernimmst und hier für gute Lösungen sorgst. Und gute Lösungen findest du nur, wenn du wirklich im Einklang mit deinem Körper bist. Denn dein Körper, deine innere Stimme zeigt dir gute Wege auf, auch aus Situationen herauszufinden, die dir nicht gut tun. Ja, zum Beispiel hast du vielleicht auch immer, wenn du mit deinem Chef dich unterhältst, ein Kloß im Hals oder dir schlägt etwas auf den Magen. Und da kannst du darüber nachdenken, ob dieser Arbeitsplatz gut für dich ist oder ob vielleicht die Art der Kommunikation verändert werden muss oder ob du auch einmal ein offenes Wort mit dem Betriebsrat sprichst. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Situationen zu lösen und schaue wirklich, dass du stärker in deine Körperempfindungen hineingehst, dass du die besser wahrnehmen kannst, dass du mehr diese somatischen Marker kennenlernst. Du kannst zum Beispiel meditieren lernen oder dir so kleine Inseln schaffen am Tag, wo du 1, 2
3 Minuten in dich hineinspürst. Es ist also ganz wichtig, dass du dich wieder mehr wahrnimmst und über den Körper deine innere Stimme wieder lauter machst. Als drittes möchte ich dir das innere Team vorstellen oder viele innere Stimmen, die vielleicht auch fremde Stimmen sind und mit deinen Glaubenssätzen und Erfahrungen aus der Kindheit zu tun haben. Ganz wichtig, diese inneren Stimmen, beobachte die mal. Und wenn du dich selber beobachtest, dann wirst du feststellen, dass es viele Stimmen in dir gibt und das ist überhaupt nichts Verrücktes und auch nichts Unheimliches. Das sind einfach die Glaubenssätze, die oft in der Kindheit oder aus der Gesellschaft kommen. Viele kommen auch aus der Schule, von irgendwelchen Erziehungspersonen, mit denen wir zu tun hatten. Die sprechen den ganzen Tag mit uns. Die kommen eben auch aus dem Unterbewusstsein. Und das braucht dich überhaupt nicht verwirren, aber du kennst das vielleicht auch. Engelchen und Teufelchen sagen wir ganz oft dazu oder wir nennen es auch oft unseren inneren Schweinehund oder in den inneren Kritiker oder auch das innere Kind. Diese Stimmen, die sagen, du darfst das Essen nicht wegwerfen, du musst aufessen, mach deinen Teller leer und so entstehen ganz schnell Essstörungen oder auch morgens, wenn du aus dem Bett aufstehst und vor dem Spiegel stehst, mein Gott, wie siehst du schon wieder aus? Schrecklich. Mach dich mal besser zurecht, geh früher ins Bett, was hast du wieder angestellt? Diese ganzen Stimmen, die den ganzen Tag mit uns sprechen, die kommen also aus der Kindheit, aus der Gesellschaft, Schönheitsideale, ganz häufig auch bei uns Frauen. Du bist zu dick, wie siehst du wieder aus? Manche von uns mögen kaum noch an einem Spiegel vorbeigehen und wirklich hineinsehen. Bestimmte Körperteile mögen wir an uns nicht mehr, wir haben zu viele Falten. Oder im Job, wir sind nicht schnell genug, perfekt genug. Die innere Stimme, die vielleicht auch sagt, diesen Job, den musst du unbedingt behalten, egal was es dich kostet an Kraft. Das ist dann eine Stimme vielleicht von den Eltern, die sagt, Sicherheit ist wichtig, streng dich einfach mehr an. Dann geht das schon, immer unsere Gefühle zu unterdrücken. Die andere Stimme, die sagt, du musst unbedingt diese Stelle verlassen. Das kann uns sehr verwirren. Was ich dir an die Hand geben möchte, um diese ganzen inneren Stimmen und die Glaubenssätze mal zu extrahieren und auseinander zu dröseln, damit dich das weniger verwirrt und du mehr Klarheit in deinem Leben bekommen kannst, nimm dir doch einmal eine Stunde Zeit, setze dich gemütlich hin, mach dir eine Tasse Tee und schreibe die 3 wichtigsten Personen aus deiner Kindheit auf. Vielleicht fallen dir auch 5 wichtige Personen ein, zum Beispiel die Eltern, ein Lehrer und vielleicht eine Tante. Und überlege dir einmal, welche Glaubenssätze diese Menschen dir mit auf den Weg gegeben haben. Was meine ich mit Glaubenssätzen? Das sind so typische Regeln, typische Sätze, die die immer wieder gesagt haben, die dir ins Gedächtnis kommen. Also ein paar Sätze für jede Person. Und überlege dir, wie diese Menschen gelebt haben, nach welchen Strukturen und Mustern sie gelebt haben, was diese Menschen für Werte hatten und was sie verurteilt hatten, was ihnen wichtig war. Und was hast du von diesen Menschen übernommen, was heute vielleicht in deinem Leben noch Gültigkeit hat, obwohl es eigentlich gar nicht deine eigenen Glaubenssätze sind? Glaubenssätze sind ja Sätze, die wir lange geglaubt haben, die wir lange und selber gesagt haben, bis wir sie geglaubt haben. Und versuche die mal zu identifizieren und schau, nach welchen Regeln du heute lebst, welche innere Stimme immer noch aktiv ist. Und versuche dann, diese Stimme abzuschalten. Also lass diese Antreiber oder diese inneren Kritiker hinter dir, zum Beispiel so etwas wie, ich bin nicht gut genug oder ohne Fleiß kein Preis oder auch, ich muss es allen recht machen, ich darf nicht böse sein, ich bin schuldig an den Dingen, die passieren, ich bin schuldig, wenn es den Eltern nicht gut geht, wenn es dem Partner nicht gut geht oder auch zu hohe Ansprüche an dich selber. Also diese inneren Anteile aufzudröseln, aufzuschlüsseln, ist der erste Weg, die hinter sich zu lassen. Das ist der erste Weg, sich zu sagen, die gehören gar nicht zu mir, diese Werte und diese Strukturen.
Das bin ich ja gar nicht. Das ist ja eigentlich meine Mutter, die da spricht. Das ist ja eigentlich mein Großvater, der da spricht. Das ist eigentlich der Lehrer XY aus der Vergangenheit, der da spricht. Und somit ist es viel einfacher, diese Menschen, diese inneren Stimmen wieder loszulassen und deine eigene Stimme wieder etwas lauter zu drehen, damit du diese wieder besser hören kannst. Deine innere Stimme, das möchte ich noch sagen, die hat nichts mit Angst zu tun und die hat auch nichts mit Trotz zu tun und nichts mit Strafen zu tun und auch nicht mit Schuld. Deine innere Stimme, die will immer das Beste von dir. Und wie kannst du jetzt diese innere Stimme von diesen anderen unterscheiden? Deine innere Stimme meint es gut mit dir. Deine innere Stimme würde dich nie ausschimpfen, würde dich nie kritisieren. Wenn du deine innere Stimme hörst, dann fühlst du dich gut und fühlst du dich wohl und bist nicht in Angst und Schrecken und Verspannung und Schuld und Strafe. Viertens, mein vierter Tipp, schau mal, wie du in die Stille kommen kannst und wie du etwas für dich entdecken kannst, was dir mehr Ruhe, mehr Stille, mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen kann. Denn deine innere Stimme, wann hörst du die besonders gut? Wenn es rundherum still ist. Und diese Stille finden wir ganz besonders gut in der Natur oder in einer kleinen Meditation. Wenn es Dinge gibt, die dich beschäftigen, die dich zweifeln lassen, wo du keine Entscheidung treffen kannst, ist es wirklich das Beste, diese Frage oder diese Sorge oder diese Zweifel mit in die Stille zu nehmen. Stelle dir ganz konkret die Frage, wenn du zum Beispiel auf einer schönen Bank unter einem Baum sitzt oder wenn du im Wald spazieren gehst, nimm diese Frage mit. Ist der Job wirklich der richtige für mich? Liebe ich diesen Menschen? Tut mir diese Freundin noch gut? Und konzentriere dich auf deinen Körper. Was möchte dein Körper dir in diesem Moment sagen, indem du die Frage stellst? Fühlt sich das leicht an oder fühlt sich das schwer an? Was sagt dein Herz in diesem Moment? Was passiert mit deinem Herz in diesem Moment? Fühlt sich die Herzgegend gut an oder verkrampft sich da etwas? Kannst du dich ausdehnen in diesem Moment, wo du dir diese Frage stellst? Oder fühlt sich alles eng an? Wenn es sich eng anfühlt und verkrampft anfühlt, dann ist die Antwort aus deinem Herzen heraus eher ein Nein. Fühlt es sich warm an und nach Ausdehnung und nach Liebe, dann ist es eher ein Ja. Als fünftes möchte ich dir noch den Tipp mitgeben, geh doch mal in die Vergangenheit und überlege, wie du in der Vergangenheit deine innere Stimme gehört hast, beziehungsweise wie du Entscheidungen getroffen hast. Ganz oft haben wir, wenn wir in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen haben, später den Eindruck, oh je, das hätte ich besser wissen können. Und dieser Satz, der gibt dir Hinweis auf deine innere Stimme. Denn ganz oft handeln wir gegen unsere Stimme. Wir hören unsere Stimme, aber wir hören nicht auf sie. Das heißt, wir vertrauen uns und unserer Stimme nicht. Damit schlage ich nochmal einen Bogen. Zum ersten Teil eliminiere die Meinungen der anderen. Denn ganz oft hören wir unsere Stimme. Handeln aber nach der Meinung eines anderen Menschen. Und das ist natürlich grundsätzlich schwierig, weil wir damit eine Entscheidung treffen, die uns überhaupt nicht entspricht. Und das kannst du erkennen, wenn du in die Vergangenheit gehst und Hinweise sammelst, die uns helfen, in der Gegenwart unsere Stimme besser zu verstehen. Denn oft haben wir in der Vergangenheit eben diese Situation erlebt, in denen wir uns fragten, ob wir uns richtig entschieden haben. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, diese innere Stimme zu hören und dann danach zu handeln und in der Vergangenheit schauen, wie wir das damals gemacht haben, dann können wir sehen, haben wir die richtige Entscheidung getroffen oder nicht. Und wir wissen ganz oft, die innere Stimme hat uns die richtige Entscheidung gezeigt, nur haben wir nicht das gemacht, was sie uns gesagt hat. Also dieser inneren Stimme zu vertrauen, das ist eben der nächste Schritt, ganz wichtig, denn meistens ist das, was die innere Stimme uns gesagt hat, das für uns persönlich Richtige. Hinterlass mir doch gern in den Kommentaren mal,
ob du schon auf deine innere Stimme vertraust, ob du sie hörst und in welchen Situationen deine innere Stimme dir schon geholfen hat und dir gute Wege gezeigt hat. Teil bitte, bitte deine Meinung hierzu mit und deine Erfahrungen. Damit hilfst du auch anderen Menschen, auf ihre innere Stimme zu hören. Denn je mehr Menschen auf ihre innere Stimme hören, desto mehr Menschen können auch in der Liebe sein und ein Uplifter für andere sein, sodass wir alle eine viel bessere Gemeinschaft aufbauen können. Ich freue mich über einen Kommentar und natürlich über ein Abo. Alles Liebe, bis bald, deine Michelle.